Hallo und willkommen bei Hardverrat. In diesem Video das Review eines 800€ Spielecomputers. Viel Spaß! Die 800€ Preisklasse ist eigentlich so ziemlich meine Lieblingspreisklasse. Denn preis-leistungstechnisch gesehen ist diese im Moment einfach, wie ich finde, am besten. Man bekommt einen starken i5, eine sehr gute Mittelklasse-Grafikkarte, 16GB RAM und eine SSD. Deswegen macht es gerade auch ziemlich viel Sinn, die 800€ Preisklasse zu kaufen. Aber erstmal stelle ich jedes Teil einzeln vor. Als Prozessor der Intel Core i5 6500. Er hat 4 Kerne mit einem Basistakt von 3,2 GHz und einem Turbotakt von 3,6 GHz. Er hat eine integrierte Grafikeinheit, die man nutzen kann, wenn man einen zweiten Monitor benutzen möchte. Der Intel Boxed Prozessor Kühler ist auch gleich mit dabei. Dieser reicht locker aus, da der Prozessor eine TDP von gerade einmal 65 Watt hat. In Realität liegt der Stromverbrauch aber noch niedriger. Und insgesamt ist es der i5, wo man fürs Geld am meisten Takt bekommt. Da die meisten Spiele nur 4 Kerne nutzen, ist es auch der Skylake-Prozessor mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt. Dazu als Arbeitsspeicher 16 GB von G-Skill. Er taktet standardmäßig mit DDR4 2133 CL15. 2133 ist das höchste, was der Prozessor unterstützt, das heißt, mehr muss man gar nicht kaufen, mehr wäre Geldverschwendung. Es sind 2 Stück, da der Prozessor Dual-Channel unterstützt, kann man damit dann auch Dual-Channel nutzen. Und 16 GB sind für Gaming gerade viel mehr als genug und man hat auch noch die nächsten paar Jahre genug Arbeitsspeicher. Als Mainboard eins meiner Lieblings-Mainboards, das ASRock H110MDGS. Es ist ein Micro-ATX-Mainboard mit dem Intel H110M-Chipsatz. Vom Preis her ist es eins der günstigsten 1151-Mainboards, bietet aber trotzdem alles, was man so braucht. Es hat 2 DDR4-RAM-Bänke, da hier 2 RAM-Speicher benutzt werden, reicht das. Einen PCI Express 3.0 X16-Anschluss für die Grafikkarte und darüber einen PCI Express X1-Anschluss für eine Erweiterungskarte, wie zum Beispiel eine WLAN-Karte oder eine Soundkarte. Dieser wurde klug positioniert, da er vor dem Grafikkartenanschluss ist, trifft er nicht mit der Grafikkarte zusammen, also der Grafikkartenkühler kann nicht den Anschluss blockieren. Es hat 4 SATA 6 Gigabit Anschlüsse, damit man genug Laufwerke, Festplatten und so weiter anschließen kann. Und was richtig geil ist, gerade für den Preis, die CPU-Stromversorgung ist gekühlt. So läuft man nicht auf die Gefahr hin, dass sie zu heiß wird und man kann auch sogar noch stärkere Prozessoren nachrüsten. Bei diesem Preisbereich muss einfach eine SSD rein, deswegen habe ich hier die SK Hynix Canvas SL308 gekauft. Sie hat 250 GB und ein Spitzenpreis-Leistungs-Verhältnis. Viele werden sich denken, SK Hynix No-Name SSD, nein, es ist ganz so gar nicht so, eher im Gegenteil. SK Hynix ist einer der wenigen Speicherchip-Hersteller, wie zum Beispiel Micron und Samsung. Deswegen sind in den SSDs höherwertige Speicherchips verbaut. Bei Herstellern, die die Chips nur kaufen, wie Kingston oder Corsair, sind die Speicherchips oft nicht so hochwertig. Das haben mal einige Langzeittests bewiesen. Und auch von der Leistung her muss sich die SK Hynix nicht von einer Samsung 850 Evo oder einer Crucial MX200 verstecken. Weil 250 GB alleine nicht ausreichen, hier noch als Datenspeicher eine 1TB von Toshiba. Es ist eine Standard-Desktop-Festplatte mit 3,5 Zoll und 7200 Umdrehungen, also sie gehört zu den schnellsten Desktop-Festplatten. Da die Festplatten mit diesen Spezifikationen sich nicht sonderlich unterscheiden, kann man hier auch einfach die günstigste nehmen. Natürlich, das Wichtigste im Gaming-PC, die Grafikkarte. Hierbei ist es die PowerColor Raiden RX480 Red Devil. Die RX480 ist preis-leistungstechnisch echt spitze. Sie ist ungefähr so stark wie die GTX 1060, in DirectX 12 Spielen wahrscheinlich etwas stärker als die GTX 1060, hat 2 GB Speicher mehr, also insgesamt 8 GB Videospeicher. Sie hat eine TDP von nur rund 150 Watt und mit ihr kann man AMD FreeSync benutzen. AMD FreeSync ist deswegen ein Vorteil, weil die FreeSync-Monitore günstiger sind als die Nvidia G-Sync-Monitore. Also für einen FreeSync-Monitor mit 144 Hz zahlt man nur rund 250€, während die G-Sync-Monitore erst bei 400€ anfangen. Und vom Geld her ist ein 250€-Monitor natürlich perfekt für einen 800€-PC. Außerdem ist das eine der besten RX480 vom Kühler her und sie hat auch noch etwas Übertaktung. Was die Karte dann im Endeffekt leistet, seht ihr ja dann in den Spieletests. Für die Stromversorgung ein 500 Watt Corsair Renshance 500. Es ist gerade von den Netzteilen auch die Empfehlung schlechthin. 500 Watt ist für Gaming-PCs eigentlich die beste Wattklasse, die man so kaufen kann.
Denn solange man nur eine Grafikkarte benutzt, reichen die 500 Watt für so ziemlich jeden Gaming-PC aus. Das Netzteil kommt mit der aktuellen DC-DC-Technik daher, was für aktuelle Gaming-PCs wichtig ist. Es ist ein Multirail-Netzteil, was etwas sicherer ist. Und von der Effizienz her hat es 80 plus Bronze. Mitgeliefert wird auch gleich Netzkabel, Schrauben, um das Netzteil zu befestigen und was auch ganz gut ist, Kabelbinder. Anschlüsse für Festplatten und sonstiges hat man auch jede Menge. Und was auch ganz wichtig ist, zwei 6 plus 2 Pin Anschlüsse für Grafikkarten, damit kann man jede Single GPU Grafikkarte auch anschließen. Kabelmanagement hat dieses Netzteil leider nicht, ist aber auch nicht so wichtig, ist nur ein nettes Feature bei Netzteilen. Wenn man ein Netzteil möchte mit Kabelmanagement, dieses Netzteil gibt es auch in der 550 Watt Version für ein paar Euro mehr, dann kann man auch zusätzliche Kabel abnehmen. Und zu guter Letzt das Gehäuse, ein Fractal Core 2300. Es ist auch ein Gehäuse mit einem spitzen Preis-Leistungs-Verhältnis, wo auch einiges reinpasst. Grafikkarten bis 380mm, also wirklich jede derzeitige Grafikkarte. Und CPU-Kühler bis 162mm, also fast alle CPU-Kühler passen rein, falls man denn mal später einen CPU-Kühler nachrüsten möchte für ein Übertaktersystem oder ähnliches oder wenn man es ein bisschen leiser haben möchte. Das Netzteil wird nach unten zeigend eingebaut, was besser für den Airflow ist. Außerdem sind ein paar Gumminoppen dran, damit es etwas entkoppelt wird. Außerdem ist davor ein Staubfilter, damit nicht Staub ins Netzteil kommt. Hinten wurde bereits ein 120mm Lüfter von Fractal installiert. Das gleiche Spiel vorne, was für einen guten Airflow sorgen soll. An der Schiene können bis zu 3 3,5 Zoll und 3 2,5 Zoll Festplatten installiert werden. Die 3,5 Zoll Festplatten werden auch durch Gummis entkoppelt. Oben hat man Platz für zwei 5,25 Zoll Laufwerke. Hinten, direkt neben dem Netzteil, hat man Platz für eine SSD. Und sonst bietet das Gehäuse Platz und auch viel Löcher für Kabelmanagement. Was ich besonders schön finde, auch oben für den 8-Pin-Stecker für die CPU. Im Frontpanel hat man Start-Button, Reset-Button, Kopfhörerausgang, Mikrofoneingang, einmal USB 2 und einmal USB 3. Da das Mainboard nur einen Lüfteranschluss bietet, man aber zwei Gehäuselüfter hat, muss man zwar ein Y-Kabel noch dazu kaufen. Dieses gibt's auf eBay für genau 2 Euro. Alternativ kann man natürlich auch nur einen Lüfter betreiben, das Kabel kostet ja aber auch nicht die Welt. Als ich den PC gekauft habe, hat er 803,65 € gekostet. Ich habe den PC Anfang Dezember gekauft, da war er noch etwas günstiger. Jetzt sind natürlich aktuell die Weihnachtspreise, da ist er etwas teurer. Spätestens Februar sollten sich die Preise aber wieder normalisiert haben. Und nun der Zusammenbau des PCs in Zeitraffer.
So sieht dann der PC fertig zusammengebaut aus. Bevor es zu den Spieletests geht, erstmal ein paar allgemeine Sachen über den PC. Da Windows auf eine SSD installiert wird, ist der PC wirklich schnell. Da macht's einfach Spaß, an dem PC zu sitzen, denn alles reagiert schnell und nichts hat irgendwelche Ladezeiten und so weiter. Jedenfalls natürlich alles, was auf der SSD drauf liegt. Auch im Benchmark ist die SSD wirklich top. Man muss hier noch bedenken, dass auf der SSD Windows drauf liegt. Wäre nicht Windows auf der SSD drauf, würde sie bessere Benchmark-Werte erreichen, natürlich. Das liegt ja daran, dass Windows während dem Benchmark oft auf die SSD zugreift und deswegen sind die Benchmark-Ergebnisse etwas niedriger als in Realität. Aber bei den Benchmark-Werten, gerade beim sequenziellen Lesen und Schreiben sowie den 4K64-Werten, braucht sie sich nicht hinter einer 850 Evo oder MX200 zu verstecken. Natürlich habe ich den PC gerade bei dieser Grafikkarte auch etwas übertaktet. Den GPU-Takt habe ich von 1280 auf 1350 MHz angehoben, den Speichertakt konnte ich leider nicht anheben, jede Anhebung hat zu Speicherfehlern geführt. Aber gegenüber dem Referenztakt der RX480 hat sie gut 90 MHz mehr Power. Außerdem habe ich den Arbeitsspeicher etwas übertaktet, von DDR4 2133 CL15 auf DDR4 2133 CL13 mit etwas Spannunganhebung. Die Prozessortemperatur ist im Prime und Fuhrmark auch richtig gut mit maximal 63 Grad. Dies kommt aber vor allem dadurch, dass die Gehäuselüfter sehr schnell drehen. Deswegen ist der PC zwar etwas laut, allerdings sind die Temperaturen recht gut. Hier ist auch ein kleiner Nachteil, die Gehäuselüfter lassen sich nicht steuern, laufen also immer auf Volllast. Wenn man diese steuern möchte, sollte man sich PWM-Lüfter nachkaufen. Der Stromverbrauch des PCs auf Höchstlast, also Prime und Fuhrmark, beträgt rund 250 Watt. Aber nun zum Test des Computers. Alle Spiele wurden in Full HD gespielt und mit einer externen Game Capture Karte aufgenommen, damit es keinerlei FPS-Verlust gibt. Bei Battlefield 1 auf den Ultra-Einstellungen auf einem 64-Spieler-Server hat der PC durchschnittlich 92 und minimal 64 FPS. Hier hat der PC keine wirklichen Framerate-Einbrüche, das heißt, der Prozessor reicht locker für das Spiel aus. Wenn man etwas mehr FPS haben möchte, kann man natürlich etwas weniger als die Ultra-Einstellungen einstellen. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Bei Overwatch auch auf dem Ultra Preset hat der PC durchschnittlich 145 und minimal 74 FPS. Bei GTA 5 wurden die höchsten Einstellungen ohne Multisampling gewählt. Dort hat der PC minimal 55 und durchschnittlich 87 FPS. Bei Far Cry Primal auf sehr hoch, also dem zweithöchsten Preset, hat der PC durchschnittlich 103 und minimal 65 FPS. Bei The Witcher 3 auf sehr hoch, also hier auch die zweithöchste Einstellung, hat der PC durchschnittlich 90 FPS und minimal 51 FPS.
Und zu guter Letzt bei Rainbow Six Siege auf den fast höchsten Einstellungen hat man durchschnittlich 135 und minimal 72 FPS. Man sieht also schon, mit dem PC ist man für die derzeitigen Spiele auf jeden Fall gerüstet. Und wehe, es fragt jemand, ob Minecraft, League of Legends oder CSGO draufläuft, dann klatscht's aber. Das war's dann aber auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.